Franz, was wünschst du für deine Kinder, die sind ja bald Jugendliche, also Kinder und Jugendliche, was soll die Pfarre Altmarkt anbieten, dass das ein bisschen attraktiver wird? Naja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, das wird auch nicht verhängt auf morgen gehen. Ich fange jetzt einmal mit dem Punkt an, was mich für meine Kinder wünsche. Ich wünsche mir für meine Kinder einen Ort, wo sie den Glauben erleben, den Glauben mit Freude verbinden, den Glauben mit Gemeinschaft verbinden und wo sie Orte haben, wo sie einfach sagen, okay, das ist voll gut, das ist voll cool, wenn ich da dabei bin. Und das habe ich glauben auch noch was zu tun. Also eigentlich so Orte, wo man sein kann, wie man ist, wo man die Freude leben kann, die was die Welt nicht findet. Weil geh in eine Bar, in eine Disco, ohne Alk geht nichts. Und das ist das, wo ich einfach merke, wenn ich mit christlichen Freunden unterwegs bin, dann schauen uns oft andere Leute total komisch an, die haben wir gar nicht, ohne dass. Das ist ja nie das Affe. Das sollten praktisch einfach mehr Jugendliche sein, dass diese Jugendlichen, wir waren schon damals, es ist schon zeitlich her, dass ich jung war, immer fast schon allein als Jugendliche und jetzt noch mehr. Also die Jugendlichen sind eigentlich, wenn sie mit vielleicht sogar in die Kirchen gingen, allein fast und sie können nachher mit Pfarrern reden. Ich sage, für die Pfarrer ist das sicher nicht so leicht, weil ich sage, da brauchst du einfach mehrere. Aber was wir als Eltern lernen, ist das, dass wir unsere Kinder an sich einen Ort mitnehmen. Mhm. Wir haben einige christliche Freunde, wir haben Treffen, speziell bei den Lorettos. Das war übrigens der Ort, wo ich den lebendigen Glauben kennengelernt habe. Dass ich mir gedacht habe, zuerst habe ich mir gedacht, boah, ist ein bisschen steil, aber dann habe ich mir gedacht, einen Haufen feschen Dirndl. Geh öfters hin. Da habe ich auch noch meine Frau kennengelernt. Aber diese Orte, wo man lustig ist, wo man Freude erlebt, wo man Freundschaft erlebt, das wünsche ich meine Kinder. Aber das ist ich glaube, das muss einfach entstehen. Das muss zum Teil auch Gott schenken. Das geht nicht irgendwie so, zack, das machen wir. Und wenn diese Orte im Kleinen stehen, ich glaube, wir sind in den Altenmarkt auf einem guten Weg. Dann weiß ich, mit denen konnten wir sonst auch mal was machen. Dann kenne ich die, dann huckt nicht jeder da so. Was darf ich jetzt tun? So, weißt du, dann ist man nicht so geschamig und nachher entsteht das. Und was wir auch unser Anliegen ist, einfach, dass die Kinder lernen können, wie der Glaube sein kann, wie Kirche sein kann. Und wenn es nachher daheim mit der Pfarrer nicht so ist, naja, das hilft nicht. Das Leben ist auch nicht lustig. Okay?